The Power of Orange, der Podcast von CBS Corporate Business Solutions, dem Berater der Weltmarktführer. In diesem Podcast werden wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unternehmens eintauchen, um Geheimnisse, Erfolgsgeschichten und bewährte Methoden zu entdecken, die Weltmarktführer so erfolgreich machen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier bei uns, nämlich Rainer Witwen, unseren CEO. Rainer, schön, dass du heute nochmal da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, Rainer, beim letzten Mal, also wir hatten dich ja auch schon mal vor dem Mikro, hast du ja schon unsere drei Dinge, die dir morgens nicht fehlen dürfen, schon beantwortet. Hat sich was verändert? Ist es immer noch? Gib uns mal ein Wrap-up, bitte. Ja, da bin ich sehr konstant, wirklich seit Jahren tatsächlich am Morgen einfach alles vorbereiten. Ich bin der Erste, der wach ist bei uns zu Hause. Alles vorbereiten, herrichten. Dann mache ich tatsächlich als zweites ein bisschen ja, eine Mischung aus Physiotherapie und Yoga, könnte man es nennen, um irgendwie 10 Minuten bei mir zu sein. Und dann tatsächlich einfach frühstücken, Handelsblatt lesen. Das sind so die drei Themen, die mich am Morgen in hoher Konstanz beschäftigen und auch tatsächlich, selbst wenn ich um 5 Uhr raus muss oder noch früher, die 10 Minuten Physio dürfen nicht fehlen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt bist du ja schon seit 22 bei uns CEO und seit 26 Jahren im Unternehmen. Wollen wir mal auf deinen Weg zurückblicken. Wie bist du denn damals zu CBS gekommen? Es hört sich jetzt komisch an, aber damals gab es tatsächlich noch analoge Zeitungsanzeigen. Das heißt, man hat am Samstag, das war oft in der FAZ am Samstag, da gab es dann irgendwie eine 3 cm dicke Beilage, die alle möglichen Zeitungsannoncen und Stellenangebote hatte. Und die ist man dann durchgepflügt und hat überlegt, was könnte für einen passen. Und da war dann auch eine Anzeige von CBS dabei. Schön. Und das war jetzt vor 26 Jahren. Wahnsinn. Wolltest du eigentlich schon immer Berater werden? Ja, das ist tatsächlich, da kann man sagen, da habe ich einen etwas langweiligen Lebenslauf, weil irgendwie hat mich das wirklich seit der frühen Zeit begleitet. Meine Eltern, die hatten ein ganz kleines Unternehmen, 10 Mitarbeitende, ist eine Großhandlung für Verpackungsmaterialien gewesen. Das heißt, viele unserer heutigen Kunden waren uns damals auch Kunden von uns. Und wir haben denen ja so Kartonagen geliefert, also in die Versandabteilungen irgendwelche Packbänder und Stahlbänder und irgendwelche Stretchfolien und solche Themen. Irgendwie war es für mich so, da war ich seit Jugendzeit eigentlich immer dabei und habe meinen Eltern irgendwie geholfen. Und irgendwie konnte ich es nicht lassen, dauernd irgendwie zu sagen, was die besser machen könnten und was man irgendwie verbessern könnte. Und eigentlich hätte ich auch bei meinen Eltern im Unternehmen bleiben sollen und eigentlich gar nicht studieren sollen. Aber naja, ich wollte unbedingt auch zum Studium damals und es war schon klar, dass das mein Thema ist. Und dann war der Deal so ein bisschen, okay, du musst uns aber in den Semesterferien immer mit Projekten zur Seite stehen und tatsächlich das Unternehmen auch weiterbringen. Und so kam es, dass ich dann tatsächlich in den Semesterferien mir immer Projekte vorgenommen habe und das war dann, sind wir die angegangen und hatten dann unterschiedlichste Projekte von wirklich Einführung von Warenwirtschaftssystemen. Das waren dann irgendwie so MS-DOS-basierte schwarze Bildschirmbilder, wo man aber schon natürlich auch Stammdaten hatte, Bewegungsdaten. Man musste Rechnungen stellen, in der Finanzbuchhaltung Rechnungen wieder ausziffern. Und das durfte ich dann oft durchführen, also tatsächlich auch die Arbeit machen, aber natürlich auch gestalten und Dinge verbessern, wo dann einfach manuelle Arbeiten, Schnittstellen zum Steuerberater, digitalisiert und automatisiert, solche Themen, alles auf einem sehr, sehr kleinen Niveau. Wobei gut, ob man 1000 Rechnungen abtippen muss oder dann automatisiert, und das war damals noch per Diskette, wurde das immer übertragen dann, aber die Arbeitseinsparung war da und bis hin zu dann Themen, wo wir ein neues Lager- und Bürogebäude geplant haben und dann in mehreren Semesterferien und nebenher auch immer wieder das Thema geplant und dann durchgeführt. Das heißt, diese Idee, Dinge kontinuierlich zu verbessern und auch in Projekten zu arbeiten, hat mich wirklich irgendwie von Kind auf schon begleitet. Und dann war es aber auch irgendwann so, dass ich irgendwie mir nicht so ganz vorstellen konnte, direkt bei meinen Eltern einzusteigen, sondern erstmal auch die große, weite Welt zu sehen sozusagen. Aber irgendwie lag das mit diesem Impuls, anderen zu sagen, was man besser machen könnte. Lag auf der Hand. Es wurde quasi in die Kinderwiege gelegt.
Ja, Rainer, jetzt bist du schon ein bisschen mehr als 2 Jahre schon als CEO für CBS. Und da stellt sich so die Frage, wie siehst du die Positionierung von CBS am Markt? Gut, wir haben jetzt nicht erst die letzten 2,5 Jahre, wir haben keinen Turnaround, keinen Schwenk gemacht, sondern wirklich kontinuierlich den Kurs gehalten. Das heißt, unsere Positionierung ist sehr, sehr konsistent. Wir haben das weiter verstärkt noch jetzt, aber diese Konsistenz und wirklich Verlässlichkeit in der Positionierung, die hat sich jetzt weiter ausgezahlt, ist aber jetzt nicht nur auf die letzten 2,5 Jahre, sondern auf 30 Jahre Existenz der CBS fast zurückzuführen. Und also die Position, die sehe ich schon wirklich aktuell sehr, sehr gut. Feedback, was wir bekommen, sei es von Kunden, sei es von Partnern, natürlich auch von unserem größten SAP, also Technologiepartner der SAP, Feedback bekommen, bis hin zu neutralen Analysten wie Gartner, ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Also wir werden gesehen in unser Sweet Spot sozusagen, den wir haben, der wird gesehen. Wir können nicht alles, aber das, was wir können, können wir wirklich sehr, sehr gut. Wir bedienen nicht alle Kunden, aber die Kunden, die wir bedienen, unser Zielsegment, unsere Weltmarktführer, die bedienen wir exzellent. Und das hat sich natürlich einfach ausgezahlt, die Konstanz, die Dauerhaftigkeit. Und das bekommen wir natürlich auch von intern einigermaßen gut zurückgespiegelt. Umfragen bei den Mitarbeitenden bekommen wir das auch zurück. Also nichtsdestotrotz, trotz der guten Positionierung, gehen uns die Ideen nicht aus. Das ist mir noch ganz wichtig. Also es gibt noch ganz, ganz viel Raum für Verbesserungen, Dinge, die wir noch besser machen können. Und da bin ich auch überzeugt, dass uns lange die Ideen nicht ausgehen, obwohl wir von einem guten Niveau starten und sicher eine gute Positionierung schon haben. Du hast ja gerade den Sweet Spot angesprochen. Wir haben da auch noch eine Folge dazu, wo es einfach ein bisschen mehr gibt. Also wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, da würde ich gerne mehr davon hören und erfahren, dann definitiv die Folge von Rainer und Lars einmal anhören. Die ist mega interessant. Ja, interessant ist auch die nächste Frage, die ich mir überlegt habe. Wo siehst du denn uns strategisch so in den nächsten 5 Jahren? Gut, vielleicht kann man es auf drei Themen runterbrechen. Einmal das Thema Ambition, Weltmarktführer für Weltmarktführer zu sein. Wir haben in der anderen Folge auch beschrieben, was es heißt, Berater der Weltmarktführer zu sein, auch beschrieben, was unser Exzellenzanspruch ist, wirklich eine Qualitätsführerschaftsambition, Dinge wirklich sehr, sehr gut zu machen. Das heißt, auch hier unsere Kunden wirklich als erster Ansprechpartner in all diesen Themen, wenn es Prozessverbesserungen auf Basis einer SAP-Technologie hauptsächlich ist, also Kunden, die SAP als strategischen Backbone haben und dort auf der Basis Prozessverbesserungen und große Transformationsprojekte starten wollen, dann wollen wir der erste Ansprechpartner sein und in der Wahrnehmung ganz, ganz oben sein. Das heißt, auch da als Weltmarktführer für das Thema gesehen werden. Und das bedeutet auch eine weitere Vertiefung unseres Portfolios. Wir sind schon super breit aufgestellt, haben ein ganz, ganz breites Fundament, sind auch in den Themen sehr ganzheitlich unterwegs, eben in Breite und Tiefe. Aber da gibt es immer noch Themen, die wir weiter ausbauen können. Und es kommen ja auch stetig neue Themen hinzu. Das heißt, diese Ambition, da wirklich der führende Anbieter zu sein auf diesem Sweet Spot, den wir bedienen für unser Ziel, für unsere Zielkundschaft, das ist sozusagen ein wichtiges Thema. Aber das ist ein bisschen abstrakt. Drum haben wir gesagt, was heißt denn das eigentlich inhaltlich? Was ist unser inhaltlicher Nordstern? Wir hatten lange einen Claim, der hieß One. Das stand für Standardisierung, Harmonisierung, Konsolidierung, für eine einheitliche Plattform, weltweite Lösungsplattform. Wir haben das jetzt ausgebaut und gesagt, unser Nordstern ist sozusagen ein Next One. Und dieses Next One kann man im Prinzip runterbrechen in drei verschiedene Teilbereiche oder drei Dimensionen, wo wir uns verbessern wollen. Das ist einmal das Thema Consulting Skills. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir eben eine ganzheitliche Lösung anbieten. Und die ganzheitliche Lösung ist nicht nur eine prozessuale oder technische, sondern eben auch sehr stark eine methodische. Das heißt, wie wir Kunden an die Hand nehmen, wie wir Kunden inspirieren in Workshops, wie wir den Change, den organisatorischen Wandel entsprechend begleiten, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und wir sind gut dort, aber wir können noch exzellenter werden, noch besser werden in dem Umfeld. Und das ist auch ein Thema, was einfach dauerhaft wichtig ist. Ja, gleichzeitig natürlich die Fachlichkeit in allen fachlichen Themen. Wir hatten in der anderen Folge gehört, wir sind sehr stark in dem Supply Chain Umfeld, wir sind sehr stark im Finance Umfeld, sehr stark im Human Capital Management und sehr stark in der Customer Journey. Also alle, ich sag mal, großen fachlichen Bereiche decken wir ab. Natürlich in den Technologiebereichen zusätzlich, aber in diesen fachlichen Seiten dort auch einfach noch weiter die fachliche Prozesstiefe zu ergänzen. Wir sprechen immer von Personas, wen sprechen wir an und die Kunden auch in der jeweiligen Position mit der richtigen
Sprache, mit der richtigen Wortwahl, mit der richtigen Botschaft anzusprechen. Da können wir, ich sag mal, unseren Radar noch weiter schärfen. Das ist die Fachlichkeit, die zweite Dimension. Und die dritte Dimension ist natürlich die technologische Dimension. Da passiert ganz, ganz viel da draußen. Hybride Cloud-Umgebungen, das Thema KI natürlich überall, Sustainability, dass wir das Thema einbauen in Templates, um auch wirklich nicht nur den Mengen- und Wertefluss zu messen, sondern auch tatsächlich den CO2-Footprint und auf Basis dieser Erkenntnisse dann auch Entscheidungen treffen zu können nach vorne. Und in diesem Dreiklang, diesen drei Dimensionen, dort in allen Dimensionen besser zu werden und nicht isoliert, sondern in der Kombination, das ist sozusagen unser Nordstern, der wird uns 5 Jahre beschäftigen, und in dem besser zu werden, um dann unseren Kunden tatsächlich eben mehr Effektivität, mehr Effizienz, mehr Agilität und auch mehr Nachhaltigkeit bieten zu können in diesen Lösungen. Das ist, ja, und unseren Sweet Spot dadurch sozusagen weiter auszubauen. Und dem folgen wir sehr konsequent, wo wir dann wirklich strategische Initiativen genau aus diesen drei Dimensionen auch herleiten und es weiter uns dadurch weiter voranbringen. Der dritte Punkt bezüglich der Zielsetzung ist noch das Thema Internationalisierung. Wir hatten es vom Weltmarktführer für Weltmarktführer. In Deutschland sind wir da, glaube ich, in der Wahrnehmung schon relativ weit oben, wobei jetzt die Nummer 1 sind, Fragezeichen, aber zumindest unter den Top 3 würde ich konstatieren. Wir betreuen unsere Kunden auch schon weltweit, auch in Amerika und Asien. Aber da haben wir einfach auch noch ganz, ganz viel Möglichkeit, das weiter auszubauen und ganz viel Potenzial. Das ist so die drei Stoßrichtungen. Sehr spannend. Du hast auch gerade gesagt, ne, da passiert so viel da draußen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn alles reibungslos läuft und wir in 5 Jahren den Nordstern in den Händen halten. Da kann aber ja ganz viel passieren. Also welche Herausforderungen siehst du denn fürs Unternehmen auf uns zukommen? Und wie siehst du uns, wie wir die bewältigen würden, angehen, die Herausforderungen? Gut, jede Herausforderung ist erstmal eine Chance. Und das ist vielleicht die grundsätzliche Idee, tatsächlich mit positiver Idee an Herausforderungen, an Veränderungen ranzugehen. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf, wie wir das im Unternehmen hinbekommen. Und das ist sicher eine Herausforderung, das auch tatsächlich so zu belassen, dass wir diesen stetigen Wandel hinbekommen, dass wir diese positive Energie weiter beibehalten, Dinge, Veränderungen, die anstehen, positiv aufzuladen und da unsere Chancen zu sehen und dann auch ein Stück weit die entsprechend einzubauen. Also ich will da jetzt nicht lamentieren, sondern sehe eigentlich immer die Chance. Aber es ist sicher die Herausforderung, dass wir das beibehalten als Organisation. Natürlich auch das Spezielle, wir betonen immer den kulturellen Aspekt unseres Zusammenarbeitens, unseres Zusammenseins. Diese Power of Orange, die sagen umwobene, die Secret Source of CBS. Und da kriege ich schon manchmal auch von Kolleginnen und Kollegen die Fragen, boah, wir wachsen ja so stark, können wir das beibehalten noch? Und dann versuche ich immer zuversichtlich zu sagen, guck mal, wir machen das seit 30 Jahren, wir wachsen seit 30 Jahren, wir verdoppeln uns praktisch alle 4,5 bis 5 Jahre durch, wenn man so durchschnittlich 15 bis 20% wächst, dann passiert das. Und wir haben es bis heute geschafft, das als Herausforderung zu sehen, das auch weiter beizubehalten, ist absolut wichtig. Aber ich bin auch optimistisch, dass wir es schaffen und insbesondere, dass wir das natürlich auf dem Radar haben und dass für uns eine ganz wichtige Komponente ist, wie wir schlagkräftig bleiben, wie wir eben so positiv aufgeladen bleiben, wie wir inhaltlichen Herausforderungen begegnen können. Das ist absolut wichtig, weil inhaltliche Herausforderungen gibt es natürlich. Es gibt ja viele, die lamentieren, also hört man ab und zu, dass ja, andere Führungskräfte immer, ich sag mal, meckern, dass sie nicht mehr die richtigen Leute finden und so weiter. Da bin ich jetzt auch mal zuversichtlich. Wir finden viele gute Leute für uns, die hier auch super engagiert und leidenschaftlich dabei sind. Also ich will eigentlich gar nicht einstimmen auf das Meckern auf irgendwelche Generationen oder sonst was, sondern wir schaffen es, Leute für unsere Sache zu begeistern, für unsere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir Business machen, zu begeistern. Da bin ich auch, ich sag mal, optimistisch, wenngleich das auch natürlich immer eine Herausforderung ist, da dran zu bleiben. Und da sind wir auch wählerisch mit Personal auf alle Fälle und das muss zu uns passen und wir müssen auch zu den neuen Leuten passen, dann geht das auf. Und wie gesagt, die inhaltlichen Themen, jetzt KI oder die ganzen Themen, da sehe ich immer die Chancen. Also wir sind gut aufgestellt, wir haben so einen großen Resonanzboden bei uns da, die neuen Themen, die fangen dann irgendwann an zu vibrieren und die kriegen wir auch auf die Straße. Und insbesondere mit KI, da haben wir unseren Weg gefunden, da ruhe ich jetzt in mir. Es war vor 1,5 Jahren noch anders als das Ganze, aber da ruhe ich jetzt in mir und da haben wir unseren Weg gefunden und früh damit auseinandergesetzt und auch da eine inhaltlich gute Antwort gefunden. Ich wollte auch nochmal auf den Punkt mit den richtigen Leuten einsteigen. Wir haben ja auch eine tolle
Recruiting-Folge abgedreht. Und da haben wir es auch schon erwähnt, dass wir die Menschen suchen und immer den Spirit auch schon merken, die zu uns passen. Ne? Also ich glaube auch, also wenn ich bei vielen Dingen vielleicht mal Bauchweh habe, aber dass wir die richtigen Leute finden, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass die Power of Orange in jedem Bewerbergespräch oder Bewerberinnengespräch mitschwingt und dass die nicht verloren geht, weil wir da alle so drauf aufpassen. Also weil es uns ja allen so wichtig ist. Und deswegen finden wir auch genau die Leute, die zu uns passen. Das wollte ich einfach nur nochmal, weil das in den Folgen sich so ein bisschen durchgezogen hat. Auf alle Fälle. Und vielleicht natürlich die Marke jetzt CBS und Power of Orange, die ist sicher keine Coca-Cola oder BMW oder sonstige Marken, die eine weltweite Bekanntheit haben. Wir werden da besser, aber spätestens, wenn die Leute hier mal in Gesprächen sind und mal zu uns kommen und das live erleben, dann ist oft um die Leute geschehen. Dann fühlen sie das. Genau. Dann fühlen sie die Power of Orange. Ja. Das heißt, wenn wir die richtigen Leute haben, sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Wie sieht es denn mit Technologien und Innovationen aus? Was spielt das für eine Rolle für uns, für die Zukunft? Ja, absolut wichtig. Ich meine, wir haben Qualitätsführerschaftsambitionen. Das heißt, wir wollen die allerbesten Lösungen für unsere Kunden aufbauen. Und das bedeutet natürlich, dass man nach neuen Dingen strebt. Dinge, die bisher so noch nicht kombiniert wurden, kombiniert vielleicht, dass man früh auf neue Themen entsprechend aufspringt, deren Potenzial entsprechend evaluiert und dann auch in konkrete nächste Schritte umsetzt. Und da muss man natürlich auch einfach eine Umgebung bieten, in der das kultiviert, schlichtweg, indem die Leute Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, indem man Freiraum hat, auch neue Dinge entsprechend anzubringen, auch mal einen mutigen Schritt wagt. Und das, glaube ich, zeichnet uns aus, dass wir Dinge tun als Organisation und da auch, wie gesagt, ambitioniert und mutig sind und auch manchmal, ich sage mal, die Grenzen des bisher Erreichten verschieben tatsächlich, wo wir gefühlt im Rückblick dann verrückte Dinge machen, die dann tatsächlich aber auch immer funktionieren, weil wir denken, naja, wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Leute, wir haben eine gute Idee, wie es klappen könnte. Naja, ist jetzt nicht relevant, dass das noch keiner gemacht hat und wir die Ersten sind, die sowas tun. Da haben wir einige Beispiele, wo wir wirklich auch mit einer massiven Außenwirkung und Außenwahrnehmung auch tatsächlich die Grenzen des Erreichten verschoben haben. Sei es die erste massive S4-Migration, die wir 2019 gemacht haben für ein Fertigungsunternehmen hier in Deutschland, das wirklich eine ganz große Welle an Wahrnehmung losgetreten hat und dort immer noch, ich sag mal, im Jahresabstand weitere Highlights entsprechend bei anderen Kunden auch noch mit einbauen konnten, bis hin zu Public Cloud im Manufacturing-Bereich, erste Projekte in dem Umfeld, die auch wirklich Pioniercharakter haben, früh auf die Business Technology Plattform, die jetzt gesetzt ist als ja, zukünftige Technologieplattform der SAP. Da sind wir seit 2015, der Name hat sich schon fünfmal geändert seitdem, aber seit da sind wir früh damit dabei. Das heißt, das ist für uns wirklich in der DNA, sei es die neue, ich sag mal, Prozessplattform mit Signavio, LeanIX und jetzt auch dem Cloud Application Lifecycle Management, CALM genannt. Das heißt, alles, was rund um diese RISE-Idee steht, da früh mit dabei zu sein, die Themen früh aufzugreifen. Genau, also ganze Cloud-Transformation, das ist wirklich, also inhaltlich gibt es da so viele Themen und wie gesagt, wichtig ist, eine Umgebung zu bieten, in der einfach auch der Mut von jedem Einzelnen entsprechend da ist, Dinge einfach auch auszuprobieren, Vorschläge einzubringen, auch verrückte Vorschläge oder auf den ersten Blick verrückt wirkende Vorschläge einbringen zu können, da die Offenheit zu haben und dann ist das für uns einfach absolut wichtig, wie gesagt, nochmal zusammenfassend, mit der Qualitätsführerschaft, Ambition muss ich immer neue Ideen einbringen, innovativ sein. Und das bezieht sich nicht nur auf Technologie, auf Vorgehensweisen, auf Ansätze, auf Methoden, auf Kombination von bestehenden Elementen. Also ein ganz klares, absolut wichtig für uns. Wir geben ja auch Innovationen Gesicht, ne, mit unserem Innovation Award. Ich glaube, da strahlt auch immer das Herz, wenn man den ankündigen darf oder dann auch die Preisverleihung. Ja, vor 2,5 Jahren, als ich angetreten bin, war ein so ein Punkt, da waren irgendwie zwei große Themen. Einmal zu sagen, ja, da gibt es jetzt eine wirklich große Transformationswelle, die wollen wir wirklich mit Spaß surfen. Also das heißt, da auch die entsprechend gestalten und Wirkung erzeugen bei unseren Kunden. Auf der zweiten Seite gab es natürlich ganz viele
ganz viele Themen, die wir bisher gemacht haben, damals aber nicht so sehr in den Vordergrund gestellt haben. Und da war so ein Punkt, naja, wir müssen einfach die Innovationen, die wir tagtäglich schon tun, einfach auch sichtbarer machen, nach innen wie nach außen. Und da war eine Idee, dann auch diesen Innovation Award aufleben zu lassen. Das heißt, innovative Projekte, innovative Themen entsprechend zu küren und da eine Prozedur aufzubauen, wo im Prinzip die Kolleginnen und Kollegen einfach innovative Projekte einreichen können. Die gehen dann durch eine Jury und in verschiedenen Dimensionen wird dann der Innovation Award verliehen. Und wir haben ja immer ein Summer Summit jedes Jahr, wo wir mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen und dann Neuigkeiten teilen, einmal eine Art Fachkonferenz einen Tag und am zweiten Tag eher gesamtheitlich informieren. Und da ist die Innovation Award Verleihung auch immer fester Bestandteil der Prozedur. Und wir haben öfter auch Gäste von der SAP bei uns bei diesem Tag. Und einmal saß der Thomas Saueressig neben mir, als dann die Innovation Awards vergeben wurden. Und er hat dann ganz erstaunt gesagt, Mensch, ihr macht hier ja alles, was wir immer sagen, was so gute, innovative Themen draußen wäre, das sehe ich hier ja alles. Also es ist schön, auch von außen nochmal zu hören, dass solche Themen tatsächlich bei uns sehr stark vorangebracht werden. Und es ist natürlich ein Instrument, nur eines von vielen Instrumenten, aber ein wichtiges, wo wir Dinge einfach auf den Punkt bringen können und nach außen einfach auch schön zeigen, aber auch nach innen eine Sichtbarkeit haben, weil nicht jeder bekommt alles mit, was wir in der Breite mit über 1400 Mitarbeitenden irgendwie bei uns alles erstellen. Sind es vielleicht auch die Innovationen, die uns vom Wettbewerb unterscheiden, dass wir immer Mut haben, Neues auszuprobieren? Ich weiß nicht, wir scheuen den Wettbewerb nicht. Ich denke mal, wir haben für uns eben unseren Sweet Spot gefunden und verstärken diesen Sweet Spot wirklich ganz intensiv. Und jetzt ohne arrogant wirken zu wollen, glaube ich, dass wir halt viele Dinge einfach ein Stückchen besser machen, vielleicht ein Stückchen mehr Leidenschaft in die Thematik bringen, ein Stückchen mehr Ganzheitlichkeit einbringen können und dadurch einfach da wirklich sehr gut gesehen werden. Wie gesagt, es sind viele auch gute Marktbegleiter im Markt. Da mag ich mir gar kein Urteil erlauben. Ich glaube nur, dass wir eine gute Sicht nach außen, also von außen auf unser Tun haben und eben viele Themenstückchen besser machen. Ja, und wie gesagt, die gute Passung zu unseren Kunden, diese Weltmarktführer eben sehen und die dann oft auch sehen, naja, guck mal, die ticken ähnlich, wir können da wirklich partnerschaftlich Dinge aufbauen und Lösungen erzeugen. Und ja, das zeichnet Weltmarktführer aus, sowas zu tun. Und da entwickeln wir uns auch hin, hoffentlich. Jetzt wissen wir ja, dass du auch eine sehr starke Finanzschwingung in dir hast. Und es interessiert ja auch immer, wenn man unseren Podcast hört. Wir reden über viele Dinge, aber müssen sie auch irgendwo ein bisschen messbar oder gucken, dass sie messbar sind. Da ist jetzt die Frage, wie messen wir unseren Erfolg? Kann man den nur in Zahlen, Daten, Fakten oder gibt es da noch eine andere Komponente? Ja, du spielst auf meine Finance-Historie an. Also ich habe tatsächlich vor 26 Jahren damals als Berater mit dem Schwerpunkt Controlling und Finance begonnen. Das heißt, bei uns fängt man immer erst mit einer Spezialisierungsrichtung an, kommt betriebswirtschaftlich auch von einer Ausbildung von irgendeinem Punkt und bringt den entsprechend ein und guckt, wie man es mit SAP-Technologie dann in Lösungen bringen kann bei Kunden. Und das war mein Schwerpunkt, der mich auch immer begleitet hat. Ich habe auch bei uns hier unsere internen Systeme damals aufgebaut. Wir selber nutzen natürlich auch SAP als unser Steuerungswerkzeug. Und da sieht man dann auch, was dabei rauskommt und sieht dann auch eine sehr, sehr gute Entwicklung, eigentlich jetzt nicht nur die letzten Jahre, sondern kontinuierlich, was Umsatzentwicklung, aber auch wirtschaftlichen Erfolg angeht. Das stellen wir aber nicht in den Vordergrund. Wir rennen auch keinen Zahlen hinterher. Das ist mir immer ganz wichtig, auch in der internen, also in der internen Argumentation. Wir müssen nicht irgendwelche Zahlen erfüllen. Am Ende ist so, gute Inhalte erzeugen gute Ergebnisse. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die Primärtreiber gucken, was zeichnet wirklich den Erfolg aus. Und das ist natürlich mehrdimensional. Wir haben Kundenzufriedenheit. Das ist natürlich unser erster und direkter Indikator. Die Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns, deshalb stehen wir jeden Tag auf. Wir liefern einen Beitrag zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Da ist natürlich die Zufriedenheit der Kunden eines der wichtigste Indikator für uns. Und es ist nicht ganz einfach zu messen. Wir haben das in der Vergangenheit nicht strukturiert getan. Wir wollen das auch jetzt mal mit Zahlen, Daten, Fakten noch untermauern. Haben letztes Jahr so den ersten zaghaften Anschub gemacht, das tatsächlich auch zu messen.
und kommen da auf eine ganz gute Rückmeldung. Es war aber noch auf einer etwas dünneren Basis. Wir werden es einfach weiter strukturiert ausbauen und auch das als gutes Dialoginstrument mit Kunden einfach auch nutzen, um da die Dimension Kundenzufriedenheit noch stärker zu erhärten. Das, was wir so subjektiv mitbekommen und in Direktgesprächen, ist schon immer sehr, sehr gut. Aber auch da gibt es wahrscheinlich noch Dinge, wie wir uns verbessern können. Haben wir auch versucht, neue Elemente einzubringen, Retrospektiven mit Kunden zu machen im Verlauf von Projekten, um zu gucken, was können wir während des Projektes schon besser machen, nicht erst, wenn das Projekt zu Ende ist, solche Themen, und da auch wieder frühzeitig Rückkopplung zu bekommen. Ja, und auch selbst für uns in der Kundensituation kann man Erfolg schon auch messen, wenn wir, ich meine, wir bewerben uns ja immer um Projekte und pitchen dann für Projekte, und da muss man ja auch mit einer guten Idee reinkommen, aber auch mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Art und Weise sich auf den Kunden einlassen, die Sprache verstehen, die Herausforderungen verstehen, das gut übersetzen dann und da eine Passung herstellen sozusagen. Und wenn das dann natürlich aufgeht, ist das immer so die unmittelbarste Rückmeldung von Erfolg, also dort auf der Ebene. Gut, und der zweite, sehr, sehr allerwichtigste Aspekt ist natürlich die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden. Da haben wir dann jetzt seit 2,5 Jahren auch mal versucht, das wirklich sehr, sehr strukturiert, und nicht nur versucht, wir tun das sehr strukturiert, jedes halbe Jahr tatsächlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu messen mit einem Pulscheck sozusagen, wo wir absolut Wert legen auf Vergleichbarkeit, um zu sehen, wie die Entwicklung ist über die Zeit, verbessert sich, verschlechtert sich's. Da kriegen wir eine sehr, sehr gute Rückmeldung. Jetzt haben wir gerade prangt aktuell wieder noch eine Rückmeldung. Da sehen wir eine leichte Verschiebung von dunkelgrün nach hellgrün. Also ein bisschen, da muss ich jetzt mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Und was ist da wieder, was können wir wieder noch besser machen? Also wir nutzen das sozusagen immer als stetiges Rückkopplungsinstrument, um uns zu hinterfragen und auch da besser zu werden. Ein weiterer Aspekt ist sicher das Thema Reputation vom Markt, von unserem größten Technologiepartner SAP natürlich. Wie werden wir da geschätzt oder nicht? Sind wir ein guter Partner oder kein guter Partner? Da gibt es keinen formellen Indikator, aber auch da alle Gespräche. Wir sind auf allen Ebenen da super gut vernetzt und haben sehr, sehr gute Gespräche, bekommen Dinge auch sehr frühzeitig mit, können Dinge teilweise auch mitgestalten. Und das ist natürlich einfach der Großteil unserer Lösung basiert auf SAP-Technologie. Deshalb ist natürlich ganz, ganz wichtig auch, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten. Das ist noch ein Erfolgsmaßstab. Und sicher auch der Reifegrad der Organisation. Also ich habe im anderen Zusammenhang schon mal von dieser und vorher bei den Herausforderungen, dass wir uns positiv weiterentwickeln, dass wir Dinge aufgreifen können, mit der Veränderung gut umgehen, die positiv aufladen. Das ist ein Thema, und da, glaube ich, versuchen wir das auch ein bisschen zu messen. Wir haben vor kurzem mal eine Übung gemacht. Wir versuchen uns in so einem OKR-Stil zu organisieren. Das heißt auch, ich sage mal, in 4 Monatszyklen uns Themen vorzunehmen und die zu liefern, dann auch mit der Retrospektive wieder drauf zu gucken. Und in einem der letzten Retro- oder Planungsmeetings auch haben wir mal die Aufgabe gemacht, uns mal vorzustellen, was haben wir dann die letzten 3 Jahre innerhalb der Organisation alles verbessert, und um nochmal diesen Reifegrad der Organisation tatsächlich auch nochmal ein bisschen besser erklären zu können, als dass ich es immer nur behaupte. Und da sind wirklich auch phänomenal gute Ergebnisse rausgekommen. Also das macht mich wirklich stolz und ist auch eine Sicht natürlich auf Erfolg. Ein anderes ist auch, können wir vielleicht ein kleines bisschen für eine bessere Welt beitragen, also ins Gemeinwohl auch was zurückgeben, was wir bekommen. Auch da ist ein Thema, wo wir versuchen, sehr strukturiert mit umzugehen. Soll heißen, für mich ist es wichtig, dass wir wissen, dass gute Inhalte dann zum Erfolg führen, dann auch zum wirtschaftlichen Erfolg führen. Wir sind wirtschaftlich erfolgreich, nicht weil wir darauf den allergrößten Wert legen, sondern weil wir den allergrößten Wert auf die Inhalte, auf den Ursprung des Erfolgs legen sozusagen. Ja, jetzt hast du auch gesagt, Beitrag für die Gesellschaft, Umwelt, Nachhaltigkeit, Sustainability hört man ja auch immer wieder. Was machen wir bei CBS, um dieser Verantwortung gerecht zu werden? Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, wir versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten, weil wenn wir natürlich gucken, wir werden alleine die Welt nicht verändern, sondern wir werden einen guten Beitrag liefern können, insbesondere indem wir unseren Kunden helfen, ihre Sustainability-Ziele zu erreichen und die auch mittels Prozessinnovationen, auch Technologieinnovationen entsprechend zu nutzen, tatsächlich auch nicht nur auf Effektivität und Effizienz bei den Unternehmen zu gucken, sondern auch auf Veränderlichkeit, Agilität, aber eben auch auf Nachhaltigkeit und das in die Lösungen einzubauen. Das ist ein Aspekt, der dann einen sehr, sehr größeren Hebel hat. Das heißt, auf das ganze Thema
insbesondere Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, CO2-Reduktion, diese Themen, da glauben wir dran, wenn wir unsere Kunden, die Weltmarktführer, besser machen und deren Prozesse mittels SAP-Technologie und wenn man sich vorstellt, dass 3/4 aller weltweiten Geschäftstransaktionen auch irgendwann mal durch irgendwelche SAP-Systeme fließen, dann sieht man da, was da für ein Hebel dahinter ist. Also das ist sozusagen unser Purpose, wenn man will, wo wir wirklich auch einen großen Hebel haben. Aber auch im Kleinen versuchen wir natürlich unseren Beitrag zu leisten, sei es hier in den Gebäuden, dass wir entsprechend Photovoltaik umsetzen, dass wir unsere Firmenwagenflotte, was unser größter CO2-Spender ist sozusagen, entsprechend auch elektrifizieren über die Zeit und dort entsprechend unser Mobilitätsangebot umgebaut haben. Das heißt, versuchen unseren Beitrag zu geben, aber natürlich auch, was soziale Themen angeht. Das heißt, wir sehen uns als Entwicklungsplattform intern bei der CBS, wo sich Leute wirklich sehr, sehr gut entwickeln können. Und dieses Entwicklungsthema haben wir versucht, auch als Fokus für unsere, ja, ich sag mal, soziale Förderung aufzubauen. Das heißt, sehr viel im Jugendentwicklungsbereich, sehr viel dort auch im Sportbereich versuchen wir zu unterstützen und unterstützen da auch sehr viel. Gleichzeitig haben wir jetzt aber in der letzten Zeit auch versucht, uns noch ein bisschen zu verbreitern und auch, ich sag mal, Themen, die unseren Mitarbeitenden am Herzen liegen, über so eine Lotterie dann immer mal wieder zu sagen, irgendwie ein Budget zu vergeben und zu sagen, da vergeben wir wirklich auch wieder das, was unseren Mitarbeitern am Herzen liegt und helfen dort in verschiedenste Bereiche. Also versuchen wir vieles zu tun, bis hin zu, dass wir an unseren Standorten dann eben nicht nur Geld geben sozusagen, sondern auch aktiv einfach helfen, indem wir dann im Kindergarten Dinge renovieren zum Beispiel, wo wir unseren Mitarbeitenden einfach im Jahr einmal einfach einen Tag freistellen für diese Themen, wo jeder einfach in solche sozialen Projekte auch investieren kann und dann wir einfach schlicht aktiv auch was beitragen und nicht nur irgendwie Geld geben oder unseren Namen für hergeben, dann entsprechende vielleicht Webseiten produzieren für so soziale Einrichtungen, einen Mood-Trailer, ein Video drehen für diese. Also da versuchen wir aus allen Abteilungen auch beizutragen und unseren kleinen, aber dennoch dann relevanten Beitrag zu leisten. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ist ja auch so ein bisschen, kann man ja auch in der Kultur dann widerspiegeln, weil es ja unseren Mitarbeitenden ja auch wichtig ist. Und wir da auch immer so ein bisschen, wenn wir was tun, auch immer diese kleine Nachhaltigkeitsampel über uns leuchtet. Ja. Jetzt ist es aber schön, dass ich euch beide hier sitzen habe. Ihr zwei habt nämlich auch was Tolles geschaffen. Ich war noch nicht dabei, ich kam erst kurz danach. Aber wenn ich Werte und Kultur höre, dann denke ich auch an Rainer und Nina. Wollt ihr mal über euer gemeinsames Projekt oder euer gemeinsames Kind sprechen? Ja, Rainer, ich erinnere mich noch an einen Tag vor Weihnachten 2022, saßen wir zusammen im Raum und haben nochmal über die Werte, die Kultur von CBS gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch schon den Slogan Power of Orange und wir haben uns überlegt, naja, was bedeutet es eigentlich, was gehört da rein, was macht es aus? Und ich fand es super spannend, mit dir darüber zu sprechen und so ein bisschen dann auch zu reflektieren, was ist so passiert die letzten Jahre, was macht die Kultur aus und auch dich dann nach einem Jahr in deiner neuen CEO-Rolle zu erleben, wie du die Power of Orange empfindest und was für dich die Werte und die Kultur ausmachen. Also fand ich super spannend und hast du jetzt seit der Zeit irgendwie auch mal so eine Entwicklung der Unternehmenskultur wahrgenommen? Das eine Datum hatte ich erst nicht mehr präsent, aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich sehr lebhaft auch wieder an unser Meeting und wie du sagst, einen Tag vor Weihnachten. Da hattest du ja federführend schon zuvor, also das war nicht der Start, sondern eher die Verstärkung nochmal, schon sehr stark dahin gearbeitet zu sagen, wie bekommen wir das Besondere etwas, was wir hier haben, irgendwie mal gut dargestellt und wie bekommen wir das gut zusammengefasst. Wir haben da auch mit einer Agentur, hattest du zusammengearbeitet und wirklich, wie können wir das entsprechend rausdestillieren und da ist ja immer so, schwingt vielleicht auch ein bisschen mit, oh, müssen wir uns da komplett neu erfinden, sind wir nicht richtig unterwegs, müssen wir uns umdisziplinieren oder ist was, wo schon ganz, ganz viel da ist und wir eigentlich nur in Anführungsstrichen das mal versuchen müssen, gut darzustellen und gut in eine gute Zusammenfassung zu bringen und Gott sei Dank kam Letzteres bei raus, das heißt, es kam eigentlich raus, wir fühlen uns alle wohl, wie wir zusammenarbeiten, welche Werte wir leben und zwar undokumentiert, unausgesprochen leben. Das ist gut und jetzt müssen wir eigentlich mal nur in Anführungsstrichen gute Worte für finden. Und da war natürlich das Destillat, sozusagen die Power of Orange, war einfach ein phänomenaler Slogan, der da rauskam. Und ich sage jetzt immer, das ist so das geheime Etwas, das Secret Sauce, wo man ganz viel reininterpretieren kann. Ist auch schwierig, das tatsächlich irgendwie zu beschreiben. Wir nutzen das aber jetzt tatsächlich und vielleicht das Besondere,
Was jetzt ein bisschen rausgekommen ist, auch dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht nur so als Slogan hinstellen, sondern auch bewusster spielen, dass wir dann bewusster sagen, die Cluster haben wir immer mal wieder nochmal neu geformt. Das heißt auch, das tatsächlich explizit in 6 Wertecluster dargestellt. Und wenn ich so gut wie jeden Monat neue Mitarbeitende begrüße, dann rede ich eigentlich nicht davon, was wir tun, sondern wie wir es tun wollen, und rede sehr stark, was sie erwarten können, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir ticken sozusagen, was diese Power of Orange ist, und versuche das mit reichlich Beispielen zu untermauern und diese 6 Werte-Cluster dann auch einfach zu erklären und einfach zu sagen, guck mal, das ist absolut normal und so wollen wir das haben, und wenn es irgendwo mal nicht ist, dann meldet euch bitte. Das heißt, ich glaube, wir haben die Kultur jetzt nicht groß verändert, wir haben sie nur, würde man sagen, expliziert vielleicht und auch stärker betont und auch stärker thematisiert auch und als wichtiges Bindemittel, sage ich mal, für die CWS einfach nochmal explizit dargestellt. Weil Gott sei Dank mussten wir nichts neu erfinden. Dieser Spirit, den gibt es seit Tag 1 der CWS, seit Gründung durch den Harald Solowski damals. Der hat das Thema schon ganz früh mit hier eingebracht und kultiviert. Und vielleicht haben wir es jetzt nur, wie gesagt, expliziter gemacht und thematisieren jetzt etwas stärker, insbesondere, aber nicht nur für neue Mitarbeitende, sondern das Thema schwebt schon immer mit und ist, wie gesagt, ein super wichtiges Bindemittel. Und interessant ist, dass teilweise sogar unsere Kunden das rückspiegeln und sagen, hey, bei euch ist irgendwas Besonderes. Da gibt es dieser Zusammenhalt, dieses Eingeschworensein, diese Positivität. Das ist einfach was super Besonderes. Und es ist schon schön zu hören natürlich, dass es selbst von außen dann entsprechend selbst von Kundenseite so wahrgenommen wird. Und ich selbst versuche dann natürlich einfach das vorzuleben, da entsprechend nahbar zu sein, viel Hintergrund zu geben, viel zu erklären, das Warum zu erklären, das ist mir einfach super wichtig, weil ich dann davon ausgehe, dass dann dadurch auch Dinge in Gang gesetzt werden, die man gar nicht explizit anspricht, sondern einfach, wenn man Hintergrund erklärt, dann passiert einfach sehr viel, vielleicht auch Dinge, mit denen man gar nicht rechnet. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen Inspiration mit reinzugeben, mit neuen Inhalten, neuen Ideen, einfach auch schlicht nicht zu versprechen, was ich nicht halten kann. Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber das Motto halte ich für mich ganz hoch. Wenn man jetzt eine Kamera hätte laufen lassen, müsste ich die nächste Frage gar nicht stellen, aber ich stelle sie trotzdem. Was macht es so besonders für dich, bei CWS zu arbeiten? Jetzt wäre es einfach zu sagen, die Power of Orange. Oder aber einfach nur dein Gesicht die ganze Zeit. Du strahlst einfach die ganze Zeit, wenn du von uns sprichst. Ja, das ist, glaube ich, was wirklich das Besondere ist, ist diese Mischung aus wirklich professioneller Ambition, aber das mit einer angenehmen Art und Weise rüberzubringen. Und ich glaube, das ist was, wenn wir sagen, wir wollen auf Augenhöhe miteinander umgehen, das ist so, dass, wie gesagt, es ist schwierig zu beschreiben, auch diese Power of Orange, es ist schwierig zu beschreiben. Man muss es schlichtweg erleben, nur ist dann gut, wenn man die Rückmeldung bekommt, sowohl von Kunden, dass das irgendwas Besonderes ist, dass wir wirklich super professionell mit hohem Qualitätsanspruch unterwegs sind, aber nicht arrogant rüberkommen, die Sachen gut rüberbringen, eben diese Augenhöhe, auch gleichzeitig die Augenhöhe auch einfordern, nicht also weder arrogant noch duckmäuserisch herkommen. Und das ist, glaube ich, was wirklich was Besonderes ist, was sowohl im Kundenzusammenhang als auch im internen Zusammenhang, wir müssen uns hier nichts beweisen, nichts vorspielen gegenseitig. Es gibt so gut wie keine Politik im Unternehmen. Das ist wirklich was. Und selbst als ich angefangen habe, waren wir weniger als 20 Mitarbeitende, aber jetzt mit über 1400 ist es immer noch so. Und das ist was wirklich diese Symbiose wirklich aus professioneller Ambition und super angenehmem Umgang, das ist, glaube ich, wirklich was Einzigartiges. Sehr schön zusammengefasst. Normalerweise kommt ja am Ende immer die Frage, was für dich die Power of Orange bedeutet. Ich glaube, das haben wir jetzt. Einen hast du noch, dann raus damit. Also ich sage, es gibt ganz viele Aspekte und in der letzten Folge hatte ich was anderes gesagt, aber was mich echt immer super happy macht, ist, wir sagen ja, wir wollen eine Entwicklungsplattform sein. Und wenn ich dann sehe, wie sich junge Leute, nicht nur junge Leute, sondern auch Leute, die quer einsteigen, aber auch insbesondere junge Leute hier entwickeln, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Massivität, welche Wirkung die erzeugen und Themen
aufbringen, mit dem man gar nicht gerechnet hätte. Und wirklich, das ist was, das macht mich einfach, das lässt mein Herz immer überquillen, wenn ich sowas sehe, wie sich einfach, wir versprechen das ja, wir sind eine Entwicklungsplattform und dann sowas zu sehen, was sich da entwickelt. Und auch das ist wieder nicht nur eine Sicht von innen heraus, sondern natürlich auch tatsächlich Rückmeldung von Kunden, aber natürlich auch von Mitarbeitenden. Das ist ja diese Entwicklung junger Talente. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich kann jetzt nicht anfangen einzeln, aber wir würden ganz, ganz viele Beispiele einfallen, die einfach außerordentlich sind. Und das ist was, wo man wirklich, wo ich auch absolut stolz drauf bin. Und natürlich ist es unsere geheime Soße, die Secret Sauce von CBS, die Power of Orange, ist natürlich die Geheimzutat. Wir haben uns natürlich eine Ersatzfrage eigentlich dafür ausgedacht. Ich finde die aber besonders schön, deswegen würde ich sie dir trotzdem stellen wollen. Worauf bist du ganz besonders stolz auf Hinblick von der Entwicklung von CBS? Also stolz hört man schon die ganze Zeit, ja. So viel will ich schon mal vor. Aber vielleicht gibt es so ein Ding, wo du sagst, das war mein Highlight. Ja, ich kann wirklich kein, es ist wirklich die Summe aller Dinge, jetzt ein Highlight rauszusuchen, das wäre nicht gerecht, sondern wirklich die Organisation, wie jetzt die Organisation sich auf Veränderung einlässt und das mitgeht, ich sag mal, diese positive Aufladung und die Chancen sieht in Veränderung, das ist was mich wirklich super stolz macht. Zusätzlich natürlich zu den inhaltlichen Punkten, die wir vorher alle besprochen haben, die Kundenrückmeldung, die wir kriegen, dieses Engagement von allen Mitarbeitenden, eben diese ganzen Power of Orange Aspekte. Aber tatsächlich, dass wir es geschafft haben, ich sag mal, alle mitzunehmen, auch eine Veränderung, Akzeptanz aufzubauen und eine ganz starke positive Aufladung von Veränderung, das ist was mich persönlich auch stolz macht, dass viele oder ja, eigentlich alle diesen Weg mitgehen. Ich bin mal gespannt nach der Folge und auch nach der Folge von Lars und Rainer, wie unsere Klickrate auf unserer Karriereseite ist. Weil wir können es nicht beschreiben, es muss jeder erleben. Also, wir suchen immer gute Leute. Herzlich eingeladen, alle. Ja, danke Rainer für die tollen Einblicke und es war für uns auf jeden Fall ein Highlight, mit dir zu sprechen heute. Absolut. Und ich bin mir sicher, wir hören dich auch mal wieder hier. Und bis dahin alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Bis bald. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt spannende Insights bekommen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann abonniert doch am besten gleich unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder einen Besuch auf unserer Webseite cbs-consulting.com. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.